Ja, eine neue Ausgabe von Talk im Paneum. Ich darf unsere Gäste begrüßen, unseren Gastgeber Peter Augendoppler. Danke, dass wir wieder hier sein dürfen. Ja, und unseren Gast Georg Fürst Starnberg. Ich möchte gleich mit Ihnen beginnen. Es sitzt eines der ältesten Adelsgeschlechter, wenn man so sagen kann, jetzt bei uns hier am Tisch. Und wir wollen uns in diesem Gespräch auch von der Geschichte etwas in die Neuzeit handeln. Um 11:50, Sie korrigieren mich, wenn da jetzt was falsch ist, hat alles begonnen, zumindest in Oberösterreich, und zwar in der Nähe von hier in Steyr. Ja, grundsätzlich stimmt das. Der Bezug zu Steyr war etwas früher, aber die kritische Urkundenforschung, ja, erlaubt diesen Bezug nicht. Die war später, da war im 19. und 20. Jahrhundert. 11:50 hat es am Hausruck begonnen, wo wir beide ja mehr oder weniger zu Hause sind. Am Hausruck, durch eine Verehelichung, hat es am Hausruck begonnen und hat dann seine Fortsetzung gefunden. Also alles, wie so oft, hat alles mit einer Hochzeit begonnen, oder? Es hat mit einer Hochzeit begonnen. Eine Gräfin von Steinbach hat einen Starnberg geheiratet, hat ihr Vermögen mitgebracht, und so hat es dann auch mit einer Burg im Hausruck begonnen. Aha. Burg im Hausruck, jetzt Schloss Starnberg, das kennen wir in Everding. Ich habe nachgeschaut, 1559 ist das Schloss gebaut worden oder fertiggestellt? Nein, oder es früher? Ist nicht gebaut worden, sondern das Schloss ist seit 1255 urkundlich erwähnt. Vermutlich hat es vorher schon ein Gemäuer dort gegeben. 1559 stimmt, damit kam es in den Besitz der Familie, weil die letzte Schaumburgerin hat einen Starnberg geheiratet. Also schon wieder haben die Starnberger Glück gehabt, und durch eine Verehelichung sind sie zu einem Schloss oder zu einem erweiterten Vermögen gekommen. Es ist jetzt wahrscheinlich eine Nebensache, die ich jetzt da gerade erwähne, aber es beschäftigt mich eigentlich schon seit Jahren, und ich habe noch nie gefragt. Es heißt nicht Fürst Georg Starnberg, sondern Georg Fürst Starnberg. Warum ist das so? Ja, macht er keinen Kopf. In Österreich heißt es Georg Starnberg und aus. Okay. Wenn man Deutschland hernehmen würde, dann wurden die Adelstitel Teil des Familiennamens. Und wenn du ein Beispiel jetzt aus Liechtenstein nehmen würdest, und das beantwortet deine Frage, es gibt immer nur einen Fürsten von Liechtenstein, das ist der Fürst von Liechtenstein, eben jeweils der aktuelle. Aber in der Geschichte hat es schon mehrere gegeben, und da verwendet man den Vornamen als eine genauere Bezeichnung. Aber aktuell gibt es immer nur einen, alle anderen sind Prinzen. Ich weiß aber, dass es für Sie, dich, wir wechseln zwischen du und sagen wir gleich mal du, glaube ich. Wir kennen uns schon so lange. Ich weiß, dass es für dich wenig Rolle spielt. Da reden wir später noch darüber, wie man dich jetzt anspricht, als Fürst oder nicht. Aber es gibt Parallelen zum Herrn Augendoppler, haben wir schon mal geplaudert darüber. Sie sind ja, oder Ihre Vorfahren waren Burgbesitzer. Also Parallelen ist leicht übertrieben. Ja. Also ob es eine Burg war, wissen wir nicht. Es war zumindest ein Sitz, ein Adelssitz, ja, aus Holz, der aber schon 1224 abgebrannt ist. Ja. Und Näheres, es gibt kein Bild davon, keine Zeichnung. Wir wissen nur, dass es ein Sitz war, und von dort stammen wir ab. Ja. So eine Holzburg hat es einmal geheißen. Und ja, wo so war das? Das war in Augendoppel. Also kommt auch der Name, das haben wir schon gehört. Das hat mit den Kröten zu tun, glaube ich, auch immer die Geschichte. Auken waren Kröten, geschrieben O-U-C-H-E-N, haben wir aber gesprochen, Auken. Und Tobel war ist altbayerisch ein sanfter Abhang. Und dieser Sitz war auf einer leichten Anhöhe, und dann ist er nach unten gegangen, und in der Senke war es sehr feucht, ist es auch heute noch feucht. Da haben die Kröten, haben sich die Kröten getummelt, und das waren dann, und die Leute waren aus der Urbesiedlung des Raumes dort, die hatten keine Namen, haben gesagt, die Augendoblers, da wo die Kröten schreien. Ne, also der Holzburg oder der Burgbesitzer, Schlossbesitzer. Ja. Ja, mit den Titeln, wie ist denn das so? Wir leben ja in einem Land, der Präsidenten hat es früher mal geheißen, oder der Hofräte, wie es früher war. Es hat sich doch etwas verändert. Wie ist denn das bei Ihnen? Wichtig? Also, der Chef? Sind Sie der Chef? Darf ich eine kurze Story erzählen? Bitte. Ein deutscher Gast sitzt in einem Wiener Kaffeehaus und beobachtet, wie der Oberkellner die Gäste begrüßt. Ja? Guten Morgen, Herr Generaldirektor. Grüß Gott, Herr Hofrat. Guten Morgen, Herr Doktor. Grüß die Hand, Frau Kammerschauspielerin. Und wie er dann zahlt, fragt er den Ober, sagen Sie mal, was sagen Sie eigentlich zu jemandem, der gar nichts ist? Da sage ich Professor. Das beschreibt immer doch ein bisschen unsere Mentalität. Es ist nett. Ne? Also bei uns in der Firma ist es so, bei uns gibt es keine Titel. Auch die
Mitglieder des Unternehmens, die Akademiker sind, werden mit Familiennamen angesprochen und damit ist das erledigt. Ich habe das in Deutschland gelernt. Ich bin mit 22 Jahren nach Deutschland gegangen, da haben wir gerade unsere Firma gegründet und da habe ich gesehen, dass niemand mit Titel angesprochen wird. Ja. Und das war eigentlich, muss ich sagen, das habe ich als sehr sympathisch empfunden. Ja? Das war der Herr Mayer, aber wenn der doppelter Doktor war, hat niemanden interessiert, der Herr Mayer. Auf der Visitkarte sind eh die Details gestanden, ne? Und das hat genügt. Und da habe ich gesagt, na, das sollten wir eigentlich bei uns auch einführen, das machen wir. Und ja. Ja, aber man kennt doch auch einige Geschichten von, ja, viele würden gerne einen Adelstitel haben. Ich glaube, irgendwo kann man sich das sogar irgendwo kaufen oder auch nicht, keine Ahnung. Ja, Fürst zu sein ist doch was Besonderes, oder? Ist was Besonderes, aber Mr. Kornspitz schon auch. Also, dieser Hinterfürst, ja. Dann reden wir weiter. Ich lese dir ein Zitat vor und du sagst mir, ob du es kennst. Das haben wir eigentlich fast bei jedem Gespräch, so ein Zitat. Non nobis et posteris, nicht für uns, sondern unsere Nachkommen. Ja, das ist unser Wappenspruch, ja. seit langem überliefert. Ja, und soll zeigen, dass man eben an die Enkelkinder und an die Zukunft denken soll. Und wir haben auch gelernt, so ist es uns mitgegeben worden, dass wenn wir etwas anvertraut bekommen, dass wir es nicht so betrachten oder handhaben, als ob es unser Eigentum wäre, sondern als ob es etwas wäre, was uns unsere Kinder geliehen hätten. Und damit denkt man automatisch weiter. Und so oder so, in einem Vorgespräch haben wir mal schon drüber geredet, wenn man viel mit Forstwirtschaft zu tun hat, wie das in unseren Familien der Fall ist, dann ist dieses in die Zukunft denken, an die Enkelkinder denken, ein No-Na. Hätte meine Großväter und Urgroßväter keinen Baum gesetzt, hätte ich nichts zum Ernten. Würde ich es nicht tun, könnten die Kinder nichts ernten. Und den Baum, den ich heute setze, das ist ein schönes Bild für Nachhaltigkeit. Von dem werde ich selbst gar nichts haben. Ich werde wahrscheinlich nie im Schatten des Baumes sitzen können. Aber Kinder und Enkelkinder, vor allem Enkelkinder, dann schon. Wir reden gleich noch über die Kinder auch und über einen der größten Forstbetriebe eigentlich auch Österreichs und darüber hinaus. Aber auch zu Ihnen, also bei Ihnen arbeiten ja auch die Kinder schon mit im Betrieb. Ja, schon lange. Meine Tochter und mein Sohn arbeiten bei dem Unternehmen, werden sicherlich mal das nach mir weiterführen. Also ich bin ja sowieso nur mein Auslaufmodell. Ja. Und das ist ja ein schönes Gefühl. Wenn es nicht so ist, geht die Welt auch nicht unter. Ja. Also das ist ja Bagatellen ist ja kein weltbewegendes Ereignis. Aber für einen selbst ist es ein schönes Gefühl, wenn man sieht, die Kinder machen weiter. Und dafür macht man es ja auch. Man macht es nicht nur für die Kinder, man macht es auch für einen selbst und für die Firma, egal. Aber für mich ein schönes Gefühl, wenn ich sage, ja, die Kinder sind auf Zack und die werden das einmal weitermachen. Kein weltbewegendes Ereignis, 120 Länder. Ja, da gibt es ja, den Kornspitz. Aber es ist ähnlich wie bei Georg Starnberg. Wir springen etwas hin und her. Geschichte, Neuzeit. Wir sind jetzt wieder der Geschichte und rein hypothetisch ist natürlich jetzt, ja, was wäre, wenn, könnte man sagen. Aber ja, es hat die Türkenbelagerung von Wien gegeben und hypothetisch rein angenommen, könnten oder würden wir vielleicht sogar heute hier sitzen, in einem osmanischen Reich, in einem türkischen Reich, hätte es da nicht einen Starnberg gegeben, nämlich ihren bekanntesten. Das wissen viele vielleicht nicht, weil man kennt Prinz Eugen, aber Prinz Eugen hätte es nicht so in diesem Form gegeben, wenn es nicht ihren Verwandten, Vorfahren. Ja, das war der Ernst Rüdiger im 1683 bei der zweiten Türkenbelagerung. Und er war derjenige, der die Verteidigung Wiens gegen die Türken geleitet hat und dann die Befreiung geschafft hat, aber natürlich mit der Hilfe des Königs Sobieski. Das ist eine legendäre Geschichte. Ohne diese Hilfe wäre das so nicht gelungen. Ein großes Ereignis und ganz bestimmt für die Weltgeschichte und ganz bestimmt unser berühmtester Vorfahre. Wir sehen auch Bilder vom Vorfahren und wir werden auch immer wieder Bilder einblenden, weil es wie auch hier in einem Haus der Geschichte ist und wie heute auch relativ viel über Geschichte reden werden. Ja, wenn wir nach Eferding kommen, da ist das Fernrohr, ja, mit dem er vom Stephansdom aus das alles beobachtet hat. Ja. Also, was hat es mit dem Fernrohr auf sich? Das werden wir auch gleich einblenden dann. Nein, das Fernrohr ist im Museum. Er war weiter weg und hat quasi... Er hat vom Stephansdom aus, Stephansdom, ja, da gibt es auch eine Büste oben, eine Bank gibt es oben, hat er die Belagerung beobachtet. Ja. Und das Fernrohr ist in Eferding.
Wir sehen das Fernrohr. Es gibt ja auch in Everding ein Museum, das zu besichtigen ist. Ja, das ist das, die Geschichte mit dem Fernrohr. Und es hat auch spannenderweise, jetzt landen wir wieder fast in der Politik und jetzt hat über Beamte, haben wir auch schon öfter gesprochen hier an diesem Tisch, Landeshauptmann, es hat einen Landeshauptmann gegeben in Ihrer Familie. Zumindest einen Landeshauptmann hat es gegeben, ganz bestimmt. Und kirchliche Funktionen, politische Funktionen, ob Soldaten, ob Diplomaten, also sie hatten alle Funktionen. Wenn man durch den Ahnensaal geht und sich die alle da anschaut, ja, dann wird man ziemlich klein. Aber das ist ja sehr interessant auch beim Haus Starnberg, eben wie Sie schon gesagt haben, nicht, bitte nicht falsch verstehen, nicht nur adelig und nicht nur Fürst, sondern doch auch sehr weltlich immer. Sie haben es angesprochen und den Landeshauptmann und auch Beamte. Ja, wenn Sie jetzt in die Jetztzeit schauen, also ist ja keine einfache Zeit für Politiker, für Landeshauptleute, will man da, oder, ist eine flapsige Frage, aber tauschen möchte man da fast nicht jetzt. Nein, wenn man ganz ehrlich ist, möchte man jetzt nicht tauschen. Der Landeshauptmann von Oberösterreich und seine Regierung sind in einer sehr schwierigen Lage, in einer sehr herausfordernden Lage. Und man kann ihnen eigentlich nur das Beste wünschen. Und soweit es überhaupt möglich ist, sollten wir alle darüber nachdenken, wie man ihn und wie man die Regierung in Oberösterreich begleiten, unterstützen kann. Weil wir dann auch oft vergessen in Zeiten wie diesen, dass wir auch Krisen wie diese ja eigentlich in einem Land erleben dürfen, das ja einiges, vieles möglich macht, auch jetzt in dieser Zeit. Also ich glaube, es besteht überhaupt kein Zweifel. Wir gehören zu den privilegierten Ländern auf der Erde. Hier geht es uns wesentlich besser als anderen. Aber bitte übersehen wir nicht, wie schwer es jetzt auch viele Menschen bei uns haben. Mhm. Viele, viele Menschen psychisch in Not, Arbeitsverlust, Krankheit, Tote. Also das ist nicht ohne, aber trotz allem sind wir ein etabliertes, gut geführtes Land und dürfen bei dem Gesundheitssystem, bei der Infrastruktur, bei den Möglichkeiten dankbar sein. Jetzt haben wir gerade das Thema Corona gestreift, wollen wir auch immer wieder streifen, tagesaktuelle Geschichten. Und da vielleicht auch, wir haben kurz uns vorher unterhalten, 120 Länder, Sie haben Jordanien angesprochen und das gibt es natürlich schon dramatische Vergleiche auch zu uns. Sie sind da ja auch im Gespräch mit Ihren Partnern dort. Also ich glaube, mich da anzuschließen, jeder, der in Österreich geboren ist, ist privilegiert auf dieser Welt, ja, das kann man sagen. Und aber nahezu jedem Land sind andere Vorschriften. Und ich glaube, viele Länder sind noch härter betroffen in Österreich. Es gibt auch in Österreich schwierige Fälle, sehr viele. Aber trotzdem andere Länder noch schwieriger betroffen. Und Ungarn ist zum Beispiel ist ganz schwierig, Tschechien ist ganz schwierig, Jordanien, die arabischen Länder generell. Auch Südamerika, also Brasilien. Ja, Ausgangssperren mit dramatischen... Und natürlich alles heruntergefahren und kein öffentliches Leben und Restaurants. Und unsere Kunden leben ja davon, dass Veranstaltungen stattfinden, dass sie Buffets beliefern, dass sie Restaurants beliefern, dass sie Gastwirtschaften beliefern. Ja. Und, aber okay, damit muss man fertig werden, dazu sind wir da und man wird auch fertig werden damit. Vielleicht darf ich das noch bei dir aufnehmen. Ja, es ist ein Privileg in Österreich, auf die Welt zu kommen. Das ist kein Verdienst. Es ist aber auch kein Verdienst, Mitglied meiner Familie zu sein. Ja. Ist auch ein Privileg. Reinster Zufall. Ja. Ich habe nichts dazu beigetragen. Ich kann es nur so gut als möglich machen. Ich weiß, also du beschäftigst dich auch sehr mit gesellschaftspolitischen Themen, mit der Gesellschaft an sich. Macht einem das Sorge, was jetzt so gerade auch in der Gesellschaft passiert? Man sieht trotzdem auch wieder sehr viel Wut und Hass. Man hat aber auch sehr viel Solidarität am Anfang von Corona gesehen. Wie ist die Situation derzeit auch? Ja, es stimmt einem ein bisschen nachdenklich, wenn man sieht, welche Spannungen sich entwickeln, wenn man sieht, welche Gräben aufgehen, wenn man sieht, wie es Gewinner und Verlierer gibt und die Kluft dabei größer wird. Und man sieht auch, dass der Zusammenhalt etwas brüchig geworden ist, womit Österreich ja sehr stark und sich gut entwickelt hat in den letzten Jahrzehnten. Solidarität würde ich mir mehr wünschen und auch der Herr Bundespräsident hat es ja gesagt. Religion spielt eine große Rolle, der Glaube spielt eine große Rolle. Das ist was dich ein Leben lang begleitet. Ja, auch kein Verdienst. Das wurde mir so beigebracht, wurde mir so anerzogen, habe ich so in der Schule und am Land lebend mitbekommen. Ich habe die Gnade eines ganz kindlichen Glaubens. Du weißt das schon. Ich habe einen ganz, ganz kindlichen, einfachen Glauben. Ich habe nicht viele Zweifel. Mir gibt es sehr viel. Mir gibt es Halt, mir gibt es Orientierung.
Es vermittelt mir Prinzipien und Tugenden. Schwierig ist, alles zu erfüllen. Man ist ja letztendlich immer ein Sünder. Aber was zu tun wäre, wie man sich zu verhalten hätte, das habe ich in meiner christlichen Prägung mitbekommen. Und ich hoffe auch, dass ich es einigermaßen umsetze. So die christlich-sozialen Werte, Wertschätzung, Respekt, ja. Toleranz. Was hat es mit der Kapelle auf sich? Ich kenne die Kapelle, war schon ein paar Mal drin. Das ist ja was Besonderes. Hat auch mit der Frau zu tun. Genau. Das Everding hatte keine Kapelle, keine Schlosskapelle, hatte nur so einen Andachtsraum. Und irgendwann in Vorbereitung auf einen runden Geburtstag meiner Frau haben wir still und heimlich mit Mitarbeitern einen Kellerraum, einen Gewölberaum, wo wahrscheinlich eher Erdäpfel gelagert waren vorher, haben wir hergerichtet als eine Kapelle. Und sie hat nichts davon mitbekommen, weil Kellerräume interessieren Frauen nicht sehr. Ja. Und unsere Mitarbeiter haben dicht gehalten. Und sie hat keine Ahnung davon gehabt. Und dann haben wir es an ihrem Geburtstag geöffnet und zugänglich gemacht natürlich. War sie in Tränen aufgelöst. Und es ist ein fixer Bestandteil unseres Lebens jetzt. Es wird regelmäßig dort gebetet, immer wieder gibt es eine Messe. Und ich sage es ganz offen und ehrlich, in Zeiten wie diesen geht man schon sehr gern dorthin hin, um aufzudanken, nachzudenken und auch den Herrgott um Unterstützung zu bitten. Wir schauen wieder etwas in die Geschichte zurück, aber schon in die jüngere Geschichte. Wir waren schon bei der Türkenbelagerung, aber jetzt gehen wir schon in Richtung 20. Jahrhundert. Ja, da gibt es zwei Persönlichkeiten, die auch du als deine Vorbilder vielleicht sogar siehst oder prägnante Vorfahren. Das ist zum einen die Fanny und der Georg Adam. Was hat es mit der Fanny auf sich? Die Fanny war meine Urgroßmutter. Die Fanny hat erlebt das Ende der Monarchie, den Zusammenbruch der Monarchie und war dann eine, die sich dann nicht nur leidend und beleidigt und gekränkt zurückgezogen hat, weil es nicht mehr ist wie vorher, sondern die Situation angenommen hat, sich der Situation gestellt hat, sich eingebracht hat und sie war die erste Frau einer christlich-sozialen Partei im Bundesrat. Hat sich dann sehr stark für Soziales eingesetzt, Kulturelles und Kirchliches eingesetzt und kürzlich, es ist nur wenige Jahre aus, haben die Suroptimisten in Oberösterreich ihr eine Ausstellung gewidmet, wo sie als eine doch sehr, sehr bedeutende Mama-Figur in Oberösterreich, wenn ich das über die Urgroßmutter überhaupt sagen darf, eine Mama-Figur in Oberösterreich dargestellt wurde. Ja. Und ich hab dir einen Aufsatz mitgegeben, ja, aus dem Jahr 1918, wo sie beschrieben hat, den ländlichen Haushalt. Bin schon gespannt, was du darüber sagst. Ich bin ganz sicher, das war eine Kopie, was ihm gegeben hat. Er findet als Sammler ganz bestimmt das Original. Aber es ist noch nicht gefunden, oder? Wir haben es nicht. Wirklich? Herr Angerbler, jetzt wenn ich es finde, kriegst du es. Also, spätestens, wenn wir jetzt fertig sind, dann geht die Suche los. Ja, aber bleiben wir noch bei der Fanny. Eben sehr sozial engagiert, da kommt auch vieles durch, auch von dir. Hat sich auch um Verwundete, glaube ich, gekümmert, oder? Wie war die Geschichte? Sie war ja auch nicht nur Politikerin, sondern wirklich angepackt. Sie hat Rotkreuzstationen gegründet, ja, sie hat angepackt, sie war für die Menschen da, sie war in, muss man sich vorstellen, 30er Jahre auch, 20er, 30er Jahre große Not, ja, viele Herausforderungen. Sie war da für die Menschen und hat ihnen Halt gegeben, Hilfe gegeben und wurde als solche sehr geschätzt. Und was mir auch sehr imponiert und ein bisschen ein Beispiel ist, sie hat die Situation angenommen, wie sie ist. Punktum. Ja, und das müssen wir immer wieder tun. Ist es das? Schauen wir auf die Firma Packaldrin im Moment. Ja, die Situation ist nicht leicht, aber man nimmt sie an und so, mit so viel Zuversicht, wie die Familie Augendoppler und der Senior hier immer wieder an die Sache herangeht, ist beachtlich. Tun wir uns da jetzt etwas schwer mit dem Anpassen. Es gibt ja dieses große Wort, hat es vor Corona immer gegeben, müssen resilienter werden, also Resilienz, also anpassen, sich anzupassen. Mhm. Wir sind auch keine Krisen mehr gewohnt, grundsätzlich große. Ist es für uns schwieriger geworden? Ganz bestimmt. Ja. Es ist ein Trainingsprozess, den wir jetzt gerade durchmachen, ja, an uns selbst, in der Gesellschaft. Und ich bin überzeugt davon, dass es auch zu bleibenden Veränderungen führen wird. Vielleicht nicht auf alle Ewigkeit, aber sicher mal jetzt eine Epoche. Sich anzupassen. Also ich muss jetzt sagen, für mich ist es kein Problem, weil ich immer schon einen relativ einfachen Lebensstil gepflegt habe und ich mich noch erinnern kann an die Nachkriegszeit. Ja, was war denn damals oder was war im Krieg, wenn die Leute im Luftschutzbunker gesessen sind und nach dem Krieg, wo es nichts zu essen gegeben hat, wenn die schauen,
wie meine Eltern existiert haben. Meine Mutter, hat sie mir erzählt, 1945 nach der Flucht ist noch nachts Erdäpfelstellen gegangen vor Hunger. Und ich glaube, wir sind, so schön unser Sozialstaat ist, aber ich glaube, wir sind von einem überbordenden Sozialstaat alle ein bisschen ruiniert worden. Jeder glaubt, er muss kriegen. Man muss selbst was beitragen. Das ist doch die Aufgabe, man muss selbst was beitragen. Und dann muss ich schauen, ich muss für mich schauen, ich muss auf die Firma schauen, ich muss auf die Familie schauen, ich muss auf die anderen schauen, ich muss Rücksicht nehmen, ich muss mich anpassen, muss alles tun, was jetzt zu tun ist. Ja, wo ist denn das Problem? Niemand kann was für die Pandemie jetzt, sind alle unschuldig. Keine Regierung, niemand kann. Und jetzt ist es unsere Aufgabe, zu schauen, dass das so schnell wie möglich vorbeigeht. Wir müssen alle ein bisschen am Boden bleiben. Und irgendwann ist es vorbei, da geht es eh wieder voll weiter. Kein Zweifel, oder? So wie Sie gesagt haben, denen, denen es wirklich schlecht geht, helfen und ja, selbst vielleicht auch ein bisschen überdenken, ob man nicht auch diese Situation ganz gut meistern können. Was ich noch nicht beantwortet habe, war die Frage nach dem Georg Adam. Ja, genau. Ja, der hat schon auch eine Bedeutung. Ich darf heißen wie er, auch Georg Adam. Das ist aber nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, er war eine große Persönlichkeit im politischen Leben. Er war ein Diplomat, er war Ängster, oder wenn man das natürlich als Familienmitglied sagt, man Ängster, aber er war wahrscheinlich einer der engen Vertrauten der Kaiserin Maria Theresia. Er hat die Marie Antoinette nach Paris begleitet, wo sie Ludwig den 16. geheiratet hat. Er hat auch viel gebaut. Ja, er war wirtschaftlich sehr erfolgreich und er hat den Trakt in Eferding gebaut, den wir jetzt bewohnen. Mhm. Also ohne ihn gäbe es den wahrscheinlich nicht, also eine weitere Verbindung zu ihm. Und was auch, glaube ich, interessant und schön ist, er hat ein Haus in Wien verwaltet, auf der Wieden, wo Mozart Gast war, wo Schikaneder Gast war, wo die Zauberflöte erarbeitet wurde, wo die Zauberflöte geschrieben wurde und auch draußen im Garten, im Pavillon, glaube ich, uraufgeführt. Nein, stimmt nicht. Im Pavillon hat er sie geschrieben und im Haus auf der Wieden, im Freihaus auf der Wieden, hat er sie uraufgeführt. Und den Tisch dazu, auf dem Mozart die Zauberflöte geschrieben hat, der steht auch im Museum in Eferding. Den können wir uns auch ansehen, diesen Tisch, der wird jetzt dort eingeblendet. Und das bringt mich jetzt schon zur nächsten Frage. Also ich sehe schon, also die soziale Geschichte des Georg Fürst Starnberg, also das ist die Fanny wahrscheinlich, ja, hauptsächlich. Sicher, ja. Und dann der Adam, so das Wirtschaftliche, aber auch das kulturelle Leben. Und das kulturelle Leben, das findet auch im Schloss Starnberg in Eferding statt. Ja. Es gibt viele Adelige, die Mauern bauen, hohe Mauern um ihre Häuser. Das ist bei dir nicht so. Du öffnest das Haus für Kultur, für Kunst, für klassische Kultur, aber auch ja, für die Leute, die was können, würde ich jetzt einmal so sagen. Ja, zur sozialen Prägung muss ich noch etwas sagen. Ich habe auch die ideale Partnerin dafür, weil meine Frau ist ein sehr sozialer Mensch. Nadezhda, ja. So heißt sie. Für Hoffnung steht das. Ja. Und sie ist sehr, sehr sozial eingestellt und engagiert. Also das hilft mir auch und das hilft in unserer Familie auch. Ich habe vorher schon davon gesprochen, dass es kein großer Verdienst ist, dass ich in Eferding leben darf, in einem Schloss leben darf. Es ist kein großer Verdienst. Es ist, wie es ist. Aber so ein Schloss steht im Eigentum immer von irgendjemandem, dieses zufällig in unserem Eigentum. Aber es steht auch für die Region, für die Geschichte einer Region und für die Kultur einer Region. So ein Haus hat immer eine Funktion erfüllt. Ja? Und wir können uns nur bemühen, dass es auch jetzt eine zeitgemäße Funktion erfüllt. Es können dort nicht wie früher 100 Leute arbeiten. Ja? Es gibt nicht mehr so viele Kachelöfen, die man heizen muss und so viele Pferde, die man betreuen musste und füttern musste. Man muss zeitgemäße Formen finden. Ja? Und ich möchte das tun und tue das auch in Verbindung mit der Region, mit den Leuten in der Region. Und das funktioniert, glaube ich. Wir sind ja Nachbarn, mehr oder weniger. Da kriegt er mehr mit von diesem Leben. Aber ich glaube, es wird gut angenommen, funktioniert ganz gut. Ja, vor allem das Spannende dabei sind ja nicht nur, man könnte sich ja auch in dieser Blase bewegen, sage ich jetzt mal, dieser Blase der Adeligen, dieser geschichtsträchtigen. Aber es kommen ja nicht nur Menschen aus deinem Stand zu dir, sondern die Bürger, die Arbeiter. Ja. Und das ist schon was Besonderes. Nervt das nicht ab und zu, oder? Es nervt mich überhaupt nicht. Ich bin ein Mensch der Menschen. Ich liebe Menschen. Ich interessiere mich für Menschen. Interessiere mich für unterschiedliche Berufe, Abstammungen, Alter, Sorgen, Freuden. Es macht mir Freude. Und diese Begegnungen,
sind ein Teil dieser Erfüllung, die ich erleben darf. Ich war früher schon jemand, der sich im Zugabteil dorthin gesetzt hat, wo mehr Leute waren, damit man mit jemandem was reden kann. Ganz beleidigt bin ich, wenn niemand mit mir reden will. Es ist ja, es gibt ja auch da wieder die Parallelen, dieses Schloss und auch die, sich es zu öffnen. Jetzt bauen Sie ein Haus wie dieses, öffnen es auch. Wahrheit, wenn man auf gut Deutsch sagt, es kostet ja alles nur Geld. Warum macht man sowas? Ja, das macht ja nichts, weil wir haben ja den Beruf Bäcker, damit unseren Kunden und dem Produkt Brot unsere gesamte Existenz zu verdanken. Und dessen muss man sich dessen nicht bewusst sein, aber wir sind uns dessen bewusst. Und dann muss man irgendetwas tun, was einem Freude macht, wo man sagen kann, jetzt mache ich endlich einmal was, was deinem Leben auch einen Sinn gibt. Ja. Und ich stehe da voll im Genuss. Und dass das kostet, ja, das haben wir vorher gewusst. Ja. Und nein, und das ist auch wieder so. Ne? Man darf nicht nur nehmen. Wie ich vorhin gesagt habe, wir leben in Österreich, wir sind privilegiert. Wir nehmen viele Dinge in Anspruch, wir haben ein tolles Schulwesen, Sozialwesen, Gesundheit, was immer es ist, eine tolle Infrastruktur. Und da muss man als Bürger, leider sind wir in Österreich meistens ja nur Untertanen, aber vielleicht gibt es ein paar Bürger, so wie in der Schweiz. Ja. Als Bürger muss man dem Staat vielleicht oder der Gesellschaft irgendetwas zurückgeben. Und das ist eben etwas Kleines, was wir der Gesellschaft zurückgeben wollen. Ja, ja. Und du hinterlässt damit auch Spuren. Du hinterlässt nicht nur den Kornspitz, ja, sondern du hinterlässt mit diesem Museum auch nachhaltig Spuren. Und das wird ewig für deine Ära und für die Familie. Ich habe da nichts mehr, wenn ich tot bin, weiß ich nichts mehr. Aber vielleicht für die sprechen. Kinder oder Nachkommen ist es dann ja, vielleicht genau. Ja, ja, eine nette Geschichte. Ja. Wenn sich die dann in 100 Jahren den Talk im Paneum anschauen. Das auf jeden Fall, das wird sicherlich möglich sein. Aber es ist ja nicht nur eben für beiden, nicht nur für die Kinder und für die Nachkommen, sondern wirklich auch für die Leute, die genau. daherkommen können. Genau. Es ist was Besonderes, dieses Paneum, ja. In dieser Dimension ja. nämlich auch. Und man kann es ja dann, wenn es hoffentlich bald wieder besser geht, dann auch unbedingt sich anschauen, was es da gibt, nämlich über fast 2000 Exponate. Und eine steht da hinten. Ja. Und das ist so unser Exponat des Talks, also des Tages. Und es kommt aus Everding. Ja, für unseren Ehrengast, ja, etwas aus Everding. Ja. Es ist der Lehrbrief eines Bäckers, dem Namen Furtmoser, und da steht da drinnen, dass er das Handwerk gut erlernt hat und dass er ein ordentlicher Bursch ist und dass er katholisch ist und ja, und dass er das gut gemacht hat, und der ist von 1737. Ja. Und Nachkommen von dieser Bäckerei gibt es heute noch in Everding. Ja. Ja, wir haben schon ja. gerätselt, wer das sein könnte, Brandl, Raab. Ja. Sonnleit. Du glaubst, das ist die Familie ja, Raab, weil die waren einmal da und haben gebeten, ja. ob sie eine Kopie ja. haben können, ja. weil das waren die Vorgänger von Ihnen. Ja. Also das werden wir auch noch rausfinden, ja. von wem es dann wirklich ist, aber natürlich was Besonderes. Also heute ist schon Lehrabschlusszeugnis etwas anders. Mein Vater ist in Everding geboren, ja. Ach so? Ja, ja, er ist in Everding geboren und der hat ja Verwandte in Everding noch. Kommt er auch regelmäßig? Ja, ja. Da sitzen wir schon so oft zusammen. Also auch da wieder der Bezug zu Everding. Wir sind bei der Kultur, wir schlagen die Brücke zum Sport. Georg Starnberg, sehr viel Zeit in Kärnten verbracht. Und wir haben schon mal ein paar Mal gesprochen darüber, ja, Eishockey ist Oberösterreich gerade nicht so. Er lacht, weil er noch immer das Kärntner Eishockey, glaube ich, in ihm schlägt, das Herz fürs Kärntner Eishockey. Mit Eishockey aufgewachsen und trotzdem zum Fußball gekommen. Als Kärntner Bub ist man, wann es geht, am Eis. Ja, natürlich bin ich mit Eishockey aufgewachsen auf den Teichen und überall. Mein jahrelanger Schulkollege in der Bank neben mir war eine Eishockey-Ikone, der Tommy Zieren. Mhm. Ja, und dann Nationalspieler, glaube ich. Oder? Natürlich, war Kapitän der Nationalmannschaft, Kapitän des KAC. Mein eigentlicher Sport war Skifahren, ich war Skirennläufer. Mhm. Da war mein Idol, nicht nur weil er Kärntner war, der Franz Klammer, den ich natürlich nur im Tennis besiegen konnte, nicht im Skifahren. Und wie ich nach Oberösterreich gekommen bin, um hier zu leben, habe ich als Kicker, ich habe immer gekickt, habe immer Spaß gehabt beim Fußball, bin ich nirgendwo anders hingegangen als zum LASK. Ja, es war naheliegend und bleibend. Hm.
ich weiß nicht, ob man es finden im Archiv, aber ich sage es trotzdem, hätten ja auch ein paar Bilder ausgegraben, Georg Fürst Starnberg beim Fußballspielen, wir kennen uns auch daher. Gibt es ja immer ein Legendenmatch jedes Jahr, derzeit nicht, auch auf deine Einladung hin in Eferding dann, wo alle möglichen Leute da gegeneinander spielen. Vor allem auch gegen die Presse wird da gespielt. Und war Ihr erster schwarz-weißer Moment? Ich glaube noch in Kärnten lebend, dass ich wahrscheinlich am ersten Kögelberger und Lask, ja, das waren wahrscheinlich so Begriffe, die zusammengehört haben und das war wahrscheinlich das Erste, was ich damals mitbekommen habe. Ein sehr schönes Erlebnis habe ich und das schildert die Bedeutung des Lask, wie er gerade nicht so gut, wie es gerade nicht so gut gelaufen ist und Schwierigkeiten hatten, hat unser Sohn einer der Söhne in einem Vorspiel gegen den Lask gespielt mit einer Eferinger Truppe, hat ein Tor geschossen. Und das war natürlich legendär. Ein Tor gegen den Lask. Ja, so wichtig ist diese Institution im Lande. Und das Zweite hat mit den Kindern zu tun. Wie wir dann hier gelebt haben, sind wir ins Stadion gegangen und waren natürlich, Papa, der auf die Kinder aufpasst, im Familiensektor. Das ist mal gut geschützt, es ist nicht laut, es sind viele Kinder. Und so im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, die Kinder reizt das aber mehr nebenan, wo gesungen wird. Ja. Und da, bei den Fans. Und da sind wir immer mehr aufgerückt und am Ende sind wir gelandet im Fansektor. Und was uns mit dem LASK früh verbunden hat, mich immer noch verbindet, sind die Fans, die Stimmung bei den Fans. Ja. Und auch die Einstellung der Fans, weil die geben ihr letztes Hemd für ihren Lieblingsclub. Ja. Und ein Club lebt auch von seinen Fans. Ja. Stimmung gibt es nur über die Fans. Und da habe ich viel gelernt. Viel erlebt, mit den Kindern viel gelernt und viel erlebt. Und der Ritterschlag war für mich dann irgendwann, wie man mir etwas übergeben hat, geschenkt hat, aus dem hervorging, ich wäre einer von ihnen. Von den Fans, also wirklich von diesen Lask-Fans, einer von ihnen. Das ist ein Ritterschlag. Also der Fürst zum Ritter. Lask spielt international und das ist, springen wir ein bisschen wieder in die Vergangenheit, in die frühe Vergangenheit, international unterwegs, natürlich auch du, aber einer deiner Vorfahren. Mhm. Und der ist mir im Gedächtnis geblieben. Also ich war schon öfter bei dir im Schloss und dann fällt immer wieder der Name der Heinrich Rödiger. Mhm. Ja, ein bunter Vogel, wenn ich das sagen darf. Ein Globetrotter, wie man so schon sagt, ein Weltenbummler. Ja, ja. Eine irrsinnig spannende Person. Ja, eine sehr spannende Person, aber eine Person, die es sehr schwer hatte. Er war immer irgendwie in einer Außenseiterrolle. Er war mein Vorgänger, er war mein Onkel, Cousin meines Vaters. Er war unverheiratet, er hatte keine Kinder. Ich war also als Ältester der nächsten Generation dann der ihm Nachfolgende. Muss man sich vorstellen, er ist geboren worden in den 30er Jahren, einer sehr schwierigen Zeit, außerehelich, auch schon etwas schwieriger zu dieser Zeit aus so einer Familie. Der Vater, ein Politiker bis hin zum Vizekanzler und Innenminister in einer schwierigen Zeit, in einer umstrittenen Zeit. Die Mutter, eine Burgschauspielerin, übrigens die erste Österreicherin, glaube ich, in Hollywood, Nora Gregor. Ja, dann haben die beiden geheiratet und dann waren sie eine Familie. Dann mussten sie flüchten, weil der Politiker im Widerstand gegen Hitler war. Mussten sie beim Einmarsch, sie waren schon außerhalb des Landes, mussten sie flüchten, sind dann in Südamerika gelandet. Jetzt muss man sich vorstellen, ein junger Bub in Südamerika hat die Sprache nicht gekonnt, die Leute nicht gekannt. Jetzt war er wieder ein Außenseiter, musste das alles wieder erlernen. Viele, viele Jahre war der Betrieb, da war der Besitz auch enteignet. Wie er rückerstattet wurde, ist dann der Vater sehr früh gestorben und der Bub musste, zwar schon ganz südamerikanisch geprägt, durfte zurück nach Österreich. Jetzt war er hier wieder ein Außenseiter, der das alles nicht erlebt hat hier, der nicht in der Schule war, der hier nicht auf der Uni war, der auch dann, sogar er war verlobt mit einer Frau, hat aber festgestellt, dass er sich zu Männern mehr hingezogen fühlt. All das hat er durchgemacht und in ihm war immer der politische Vater und die künstlerische Mutter. Er war Schriftsteller, mein Onkel, er war Schauspieler, mein Onkel, hat Stücke geschrieben. Also er hat vieles gemacht, er war sehr gläubig und er hat mich immer gebeten, auch seine Fahne hochzuhalten. Und das werde ich tun. Und ja, er war eine schillernde Figur, aber leicht hat das nicht gehabt. Man sieht das auch, die Fahne hochhalten, das war das Stichwort. Man sieht das, wenn man durchs Museum geht. Ja.
da wird ihm ja auch ein Platz gewidmet, so ein Platzl. Also da schauen wir auch rein, also, wo man die Fotos auch von ihm sieht und auch ein Gedenken an ihn. Er war wirklich, glaube ich, weltweit unterwegs. Also Hollywood überall, unterwegs, oder? Südamerika, Spanien als Schauspieler. Hat er übrigens Henry Gregor geheißen. Also war selbst Schauspieler. War selbst auch Schauspieler. Hat auch bei einer Kottern, bei einem Kotternstück geschrieben. Nicht geschrieben, ein Kotternstück mitgespielt. Kottern ermittelt, kennen wir noch aus den 80ern. Ja, gibt es auch wieder Parallelen zum Vater vielleicht auch, der auch etwas gegen den Strom geschwommen ist in der Zeit. Er war ja Bäcker grundsätzlich und im Innviertel ist er aufgeschlagen und hat dann was gemacht, wo viele wahrscheinlich gesagt haben, macht das nicht, also mit diesem neuen Betrieb etc. Also das war schon auch in ihrer Familie tatsächlich so. Wir sind in der Familie, die immer gegen den Strom schwimmen müssen auch. Ja? Also parallel, wenn ich noch sagen darf, also mein Vater hat eine sehr schwere Kindheit gehabt, Vater früh gestorben, Mutter auch relativ bald gestorben. Am 12. März sind die Nazis, 38 Nazis einmarschiert, am 13. war er schon eingesperrt, weil er dagegen war. Ja? Und ist dann im Krieg zu einem Todeskommando gekommen, Bomben entschärfen. Von 12 Mann hat nur er überlebt, er ist zurückgekommen, ja. War dann in Tschechien, in den Skoda-Werken, Feuerwerk, hat dort meine Mutter kennengelernt, die haben dort geheiratet. Dann Zusammenbruch, dann Flucht über 4 Monate, alles zu Fuß und sind dann halt mit einem Damenfahrrad, mit einem Koffer in Hofkirchen an der Tratnach angekommen, dort sind sie dann geblieben. Jetzt muss ich noch sagen, im Koffer war Christbaumschmuck. Mein Vater hat während des gesamten Krieges in Russland Christbaumschmuck mitgehabt, ja. Alle haben den Kopf geschüttelt im Sommer, aber zu Weihnachten war jeder froh, dass die Christbaumschmuck gehabt haben. Ja, das ist so also typisch für ihn irgendwo. Ja. Und dann schwer, also wir haben eine tolle Bäckerei gehabt, ja, klein, aber sehr guten Betrieb, gute Lebkuchenproduktion. Dann schwer krank geworden, mussten wir Bäckerei aufgeben, dann sind wir nach Linz gezogen, dann haben wir das Lastspiel da gesehen. Ja. Dann hat er einem Jugendfreund geholfen, in Wien eine Firma, die so am Abkratzen war, wieder irgendwie wiederherzustellen. Ist dann in unsere Branche geraten, hat dort eine ganz kleine Firma, zu zwei größeren Firmen aufgebaut, wieder schwer krank geworden und hat es irgendwas gegeben, das hat uns dann nicht so gefallen und wir sind ja Innviertler. Und obwohl er todkrank war, hat er dort gekündigt, hat gesagt, da will ich nicht bleiben bei dieser Firma. Und dann haben wir uns gedacht, ja, eigentlich könnten wir das alles selber machen. Wir wissen alles, können alles, arbeiten können wir auch. Ja, und dann haben wir begonnen. Ja, und dann, und heute ist es auch noch so, schauen Sie, in jedem Land, wo wir heute anfangen, es geht wieder von vorne los. Und, das, und ich muss sagen, es ist auch schön, Sie können heute in Österreich ein Grösus sein. Ja? Kommen Sie nach Guatemala, kein Mensch kennen Sie. Müssen Sie wieder an allen Türen kratzen und, ne? Und müssen Sie wieder von Null beginnen. Und das haben wir ständig. Und das ist eigentlich sehr schön, muss ich sagen. Weil man immer am Boden bleibt, wieder am Boden der Tatsachen geholt wird. Und wir wissen ja, wenn wir wohin gehen, wir gehen nicht mehr weg. Ja? Und in ein paar Jahren werden wir da ein paar hundert, ein paar tausend Kunden haben. Ja? Und das ist irgendwie ein gutes Gefühl. Ja? Gibt es in Guatemala einen Kornspitz? Ja. Gibt es in Guatemala, gibt es auch einen Kornspitz. Wirklich spannend. Aber was natürlich jetzt so salopp erzählt wird, das sind natürlich viele Schicksalsschläge dabei, viele Krisen dabei. Und da sind wir beim Wort anpassen und immer sich wieder anzupassen. Und in Ihrer Familie war das dann natürlich schon eine, würde ich jetzt fast sagen, schon eine größere Krise, also von den Nazis ja komplett enteignet. Und das ist natürlich schon, da geht es dann auch um die Existenz und alles weg. Es war doch so, oder? Ja, es war so. Es war der gesamte Familienbesitz, war 38 wurde enteignet und auch erst 55 rückerstattet, also 10 Jahre nach Kriegsende. Ja. 55 wurde das erst rückerstattet. Natürlich war das eine Krise, eine große Herausforderung, aber wenn ich an meinen Großvater denke, wenn ich an seinen Bruder, den Ferdinand, denke, an die Schwester. Sie haben auch diese Zeit gemeistert. Sie haben es gemeistert, sie haben auch um die Rückerstattung gekämpft, aber sie haben überlebt. Zufällig habe ich jetzt kürzlich ein Familienmitglied getroffen in Wien, die damals dem im Exil lebenden damaligen Familienchef unter die Arme geholfen haben. Ja, das hat es damals alles gegeben. Das hat es damals alles gegeben. Und es war sicher eine ernste Situation, eine herausfordernde Situation. Nicht das erste Mal, dass man vor Herausforderungen stand. Evering als Beispiel war irgendwann einmal 30 Jahre nicht im Besitz der Familie, weil aus der Notlage heraus es verkauft werden musste. Man hat es dann wieder zurückerworben.
Nachhaltigkeit ist unsere Verantwortung für die nächsten Generationen. Die oberösterreichische Industrie will mit modernsten Technologien Emissionen weiter reduzieren, Kreislaufwirtschaft und Recycling ausbauen und eine sichere Energieversorgung ermöglichen. Machen wir Oberösterreich zukunftsfit. Antworten für morgen auf wirerzeugenzukunft.at. Eins mit der Natur, die schönsten Wanderungen des Salzkammerguts. Eine Schnapsidee, die Früchte trägt. Ein Besuch bei Brennerin am Attersee. Lust auf Süßes, Elfriede Schachinger ist Köchin aus Leidenschaft. Das ist unser Salzkammergut, im guten Zeitschriftenhandel erhältlich. Das wird schon noch ein Stückel des Weges sein und wir werden noch bis zum Sommer brauchen, dass wir wirklich breit in der Bevölkerung auch geimpft haben, alle, die sich impfen lassen wollen. Aber das wird dann der Schlüssel sein für größere Erlebnisse, Live-Erlebnisse, zum Beispiel eben auch hoffentlich in dem Fußballstadion. Nach Everding gekommen, oder? Ich bin in den 90er Jahren nach Everding gekommen, mit der Frau. Ja. Bin in Kärnten groß geworden, bin dann Ende der 80er Jahre nach Spanien, um schon für die Familie tätig zu werden, in Spanien lebend, aber auch hier schon. Bin auch nach Südamerika, nach Argentinien, um für die Familie tätig zu sein. Und dann Anfang der 90er Jahre hierher gekommen mit Familie und dann auch schon Kindern. Was war in Argentinien und Spanien? Was war das für eine Beschäftigung, ja, Tätigkeit? Überall ging es auch ein bisschen um Immobilien oder Landwirtschaft oder Forstwirtschaft. Aber überall war etwas davon vorhanden. Aber nicht so großartig, wie man sich das jetzt vorstellt. Das waren Beziehungen, die entstanden sind durch die Zeit im Exil. Durch die Zeit im Exil zu Südamerika und dadurch zur spanisch sprechenden Welt und auch zu Spanien. In Spanien selbst war es hauptsächlich, wenn man so sagen darf, aber wirklich voller Wertschätzung, auch ein bisschen die Spielwiese meines Onkels, der dort als Künstler agiert hat, der sich mit Filmproduzenten zusammengetan hat, der sich mit Kinobesitzern zusammengetan hat. Also auch solche Beteiligungen und wirtschaftliche Engagements hat es gegeben. Und das sage ich mit einem Lächeln, weil das war er, das war seine Zeit. Und damit hatte ich dann auch zu tun. Und die Frau spielt eine ganz große Rolle. Habt ihr euch kennengelernt? Wir haben uns in Spanien kennengelernt, aber schon 1982 haben wir uns kennengelernt, weil mir die Telefonnummer die Telefonnummer ihrer Familie gegeben wurde, Kontakt aufgenommen am ersten Tag oder nach dem ersten Anruf habe ich die Zwillingsschwester kennengelernt. Dann habe ich meine Frau kennengelernt und eigentlich sofort gewusst, diese oder keine. Also nicht verheiratet worden, das üblich wäre, eine Beziehung. Diese oder keine. Und sie haben damals dort gelebt. Es war eine österreichische Familie, auch eine alte österreichische Familie, aber der Vater hatte dort einen Job, die Familie dort gelebt. Ja, und wir haben die ersten Jahre auch als Ehepaar dort angefangen. Wir haben dort die ersten Kinder bekommen und Anfang der 90er sind wir dann hergezogen, um hier zu leben. Um hier zu leben und auch hier zu arbeiten. Und ich darf das jetzt sagen, also viele würden sicher, William Glaumer, kein Fürst, der lebt auf seinem Schloss. Und das war es vielleicht dann schon. Georg Starnberg arbeitet auch und zwar sehr viel, ist einer der größten Forstbesitzer etc. Da gibt es noch viele, viele Dinge. Immer wieder gibt es was zum Restaurieren, zum Erbauen, zum Erneuern. Auch Everding wurde erneuert. Ja, ein Arbeiter. Ich glaube schon, ich weiß schon, auf was angespielt wird. Da gibt es den Roland Girtler, den Soziologen, ja, genau. Der mal gesagt hat, zu meinem größten Amüsement, ja, hat er gesagt oder gefragt, was Adelige und Gauner gemeinsam haben. Ja, die Distanz zur Arbeit. Ich habe ihn dann nach Everding eingeladen, ja, und er hat das dann erläutert. Er hat gemeint, die Distanz zur schweißtreibenden Arbeit. Ja, bin mir nicht sicher, ob er das wirklich gemeint hat, aber er wird jetzt lachen vor der Kamera, er sieht es sicher. Oder vor dem Bildschirm wird er lachen. Ja, ich glaube schon, dass ich fleißig bin. Es erfüllt mich auch, tätig zu sein. Es erfüllt mich, Dinge, Projekte anzugehen. Es erfüllt mich, für Organisationen, Institutionen auch da zu sein. Ich bin sicher nicht, ich glaube, ich bin nicht faul.
Und wenn man vorher von einem Forstbesitz gesprochen hat, ja, das ist alles in einer Familienstiftung, ich darf diese Familienstiftung verwalten. Und ja, es ist natürlich Forst, es ist ein bisschen Landwirtschaft, es ist viel Fischerei, es ist Jagd, es sind Gebäude, es sind Museen, es sind Windparks, es ist so ein Portfolio eines Gutsbetriebes und der mich in meiner Tätigkeit auch erfüllt. Und auch teilweise fordert, muss man ja trotzdem dafür fordert. Keine Frage. Und einen Punkt, den wir noch nicht angesprochen haben, ist diese Gebäude. Ja. Viele Gebäude, wenn man das überhaupt nennen kann, in Österreich. Und eines habe ich lange nicht gewusst. Ich fahre gerne da die Donau entlang, Richtung Spitz an der Donau, darunter. Dürnstein. Ja. Das ist Starnberg. Dürnstein ist Starnberg. Ja. Also es gibt immer noch einige Schlösser, die zu verwalten sind, und ein Schloss zu verwalten ist schon eine Herausforderung. Und dann gibt es ziemlich viele Ruinen, die zu verwalten sind, und das ist eine noch größere Herausforderung. Dürnstein gehört zur Familie, ist eingebettet in einem Revier dort. Aber wir haben in Dürnstein, wie auch bei anderen Ruinen, das Glück, darum bemühen wir uns aber auch immer, wir haben das Glück, dass es Arrangements mit der Region gibt. Ja. Wenn man kein Arrangement findet mit der Region, wo die Region die Ruine als Sehenswürdigkeit betreibt und damit auch erhält, ja, und für Sicherheit und Haftung sorgt, dann schafft man das nicht. Auf der Schaumburg ist es dasselbe mit Hartkirchen als Gemeinde, in Wittberg, in Wachsmerk. Überall gibt es Partner aus der Region, ob das Vereine oder Gemeinden oder Bezirke sind, damit das Hand in Hand funktionieren kann. Und Dürnstein funktioniert gut und ist natürlich eine sehr bekannte Ruine. Viele weniger bekannte, und trotzdem auch wieder die Frage, warum tut man sich das an? Müssten sie ja gar nicht, kostet eigentlich nur Geld, das zu erhalten. Ich glaube, in meiner Situation hat man nur die Möglichkeit anzunehmen, was einem anvertraut ist, und das Beste draus zu machen oder eben nicht. Und wenn man es annimmt, hat man das Beste daraus zu machen, und dann hat man dafür zu sorgen, soweit es geht, allein schafft man es nicht, ja, Denkmäler zu erhalten, Substanzen zu verbessern. Ja. Das ist so. Das ist so, und dieser Aufgabe stellen wir uns, ja, ich sage das auch gerne, bestimmt wird die Frage noch kommen oder würde sie kommen, aber ich beantworte sie jetzt schon, vor allem vor Kindern, die sich dann so Schlösser und Sammlungen anschauen, sage ich immer sehr gerne, ja, das spricht für jemanden für Reichtum. Oder sind für Sie reich, wäre die nächste Frage gewesen. Ja, genau. Ist immer dasselbe. Das spricht dafür, dass ein gewisses Vermögen da ist und ein Reichtum da ist. Und das ist auch so. Aber es herzurichten, es in Schuss zu halten, ja, es zu versichern, es zugänglich zu machen, damit man es überhaupt sehen kann. Siehe hier, das ist alles ein großer Aufwand. Darüber beklagen wir uns beide nicht. Wir machen es und wir machen es gerne. Ja. Aber leicht ist es nicht immer, und auf jeden Fall ist es eine Aufgabe und eine Herausforderung. Was bedeutet Geld für Sie? Sind Sie reich? Würden Sie sich als reich bezeichnen? Ich möchte Folgendes sagen, wie ich ganz klein war, ja, haben wir gedacht, Geld ist das Wichtigste im Leben. Jetzt, wo ich alt bin, weiß ich, es stimmt. Aber der Spruch ist nicht von mir, der Spruch ist von Oscar Wilde. Ja. Es gibt, gut gebracht. Ja, es gibt ja dann noch den Spruch von Goethe, ja, ein gesunder Mensch, der kein Geld hat, ist halb krank. Ja. Schauen Sie. Geld ist wichtig, damit wir unser Leben bestreiten können. Das Geld kann man alle Güter eintauschen, die man braucht. Ja. Aber das Geld ist ja nicht der Sinn des Lebens. Wer jemand glaubt, es betreibt eine Firma, um Geld zu verdienen, um reich zu werden, na, den kann ich nur bedauern, wie deppert das er ist. Ja. Eine Firma betreibt man, damit man sich am Leben erhalten kann. Aber nicht, dass man Geld, also ein Vermögen erwirbt. Das kann sein. Aber ich kenne auch Leute, die dieses Bestreben haben, die sind alle pleite gegangen. Man macht doch etwas, weil man es gerne macht, weil man Verantwortung hat. Und natürlich, unsere Firma gibt es seit 56 Jahren. Wir haben mit nichts begonnen, außer mit 100.000 Schilling Schulden. So, wir haben alle Steuern bezahlt, wir haben niemanden begaunert, wir haben uns etwas geschaffen. Und ich hoffe, das wird noch länger existieren. Dazu stehen wir. Und weil wir es gerne machen. Aber wir haben ja niemals daran gedacht, ja, was werden wir mal sein und was wird das?
Um Gottes Willen, das ist ja primitiv. Man hat eine Aufgabe, das macht man gerne. Und ich glaube, ich kenne ja viele andere Unternehmen in Österreich, die denken ja genauso. Ja, dass, und keiner tut das, bin das so, um Gottes Willen. Ja. Und speziell in Oberösterreich habe ich das sehr angenehm empfunden, wenn man dann so Kollegen oder Leute kennenlernt, die ja viel größere Unternehmungen haben, wie wir haben, was das für bodenständige und normale Leute sind. Ich glaube, das ist auch landestypisch für Oberösterreich, dass das alles Normalos sind, die am Boden sind. Ja, und die Handschlagqualität haben, das ist doch was Schönes, was Angenehmes. Ich sehe das genauso wie du. Und es ist auch schön, wie dieses Unternehmertum in Oberösterreich das Land prägt. Prägt und tragt. Stichwort Bodenständigkeit, und wir sind schon beinahe am Ende dieses Gesprächs angelangt, aber noch ganz kurz zur Familie. Das ist mir schon auch aufgefallen, die Bodenständigkeit. Ich kenne die Kinder sehr gut. Ich kenne sie aber nicht vom Schloss, sondern ich kenne sie vom Fußballplatz, ich kenne sie vom Tennisplatz, ich kenne sie von Dingen, die wir alle machen. Also es sind eigentlich Fürstenkinder, aber sie sind mitten unter uns, wenn ich das so sagen darf, in Everding. Das ist immer schon so gewesen eigentlich. Das war immer schon so, und ich bin froh, dass es so ist. Ich bin froh, dass es auch so wahrgenommen wird von Everdingern. Hm. Warum bin ich so froh darüber? Weil ich genau das auch erlebt habe. Und ich freue mich, dass es gelungen ist, dass die Kinder es auch erleben dürfen. Sie waren alle vier im selben Kindergarten in Everding, alle vier in derselben Schule in Everding, alle vier im Gymnasium nebenan in Dagsberg. Ja. Sie waren in Fußballvereinen, Tennisvereinen, Musikvereinen, sie haben dort geschauspielt, gesungen, Eis gelaufen, kennen den Ententeich, kennen das Babos, kennen ja, alles. Kebabstand, der Kebabstand, können wir jetzt Werbung machen. Kebabstand, ja. Kennen alles, können den Dialekt, haben viele Freunde in der Umgebung. Und das ist ihr Nest. Das ist ihr Nest. Und da fühlen sie sich wohl, da kommen sie auch gerne zurück. Und ich glaube, und das sehe ich auch bei mir, davon kann man ein ganzes Leben lang profitieren. Zu den Kindern auch spannend, also sie sind ja schon etwas ausgeflogen aus dem Nest, kommen aber immer wieder zurück. Ja. Die Tochter singt, unter anderem. Ja. Und sehr gut sogar. Ja, die eine Tochter singt, ist Songwriterin und auch Kollegin, professionelle Sprecherin. Auch erfolgreich. Die andere arbeitet für eine, jetzt gerade karenziert, für eine Plattform von jungen Künstlern. Ja, sehr engagiert, sehr gut. Einer lehrt schon im dritten Jahr, er lehrt an einer Universität in Barcelona. Und der vierte ist auch schon fertig mit seinem Master, arbeitet auch schon und hat jetzt gerade aus dem Ausland ein Jobangebot bekommen, was ihn freut, was uns freut. Wir haben eines versucht, den Kindern die Möglichkeit zu geben, dass sie ihren Weg gehen, dass sie einen Weg gehen, ihren Talenten entsprechend. Und das, wir haben im Moment das Gefühl, wenn wir sie anschauen, dass sie diesen Weg gefunden haben. Es ist noch ein langer Weg, ja. Aber ich glaube, sie fühlen sich auf ihren Wegen zufrieden. Wir sowieso. Wir haben auch Bilder vorbereitet von der Tochter, jetzt weiß ich den Namen vorweg, die Sängerin, Kalina. Die Kalina. Kalina. Die haben wir auch vorbereitet, werden jetzt gerade zugespielt auch. Ja, und das ist, ja, zum Abschluss noch, ja, wie viel Druck liegt denn da dann auf Ihren Kindern? Weil Sie gesagt haben, Sie haben ihnen vieles ermöglicht, ihren Weg zu gehen, ihren Neigungen, ihren Talenten nachzufolgen. Aber irgendwer muss doch, oder es muss das falsche Wort, das doch übernehmen. Ist es eine Bürde? Ist es ein Druck, der da ist? Zuerst muss man die Kinder fragen, ja, wie es ihnen geht mit uns. Das weiß ich nicht, wie es den Kindern mit mir geht oder mit der Mutter geht. Nicht schlecht. kann ich nicht beantworten. Und natürlich, jeder von uns wünscht sich, und das wäre dann die Erfüllung seines Werkes, ja, wenn dann irgendwann einmal jemand nachfolgt. Und ohne das erzwungen zu haben oder erzwingen zu wollen, zeichnet sich ab, dass in absehbarer Zeit jemand zurückkommt und in Everding leben wird und sich darum kümmern wird. Und das ist sicher deine nächste Frage, ihre nächste Frage, deine jetzt nächste schon Frage. Du die ganze jetzt sind bleiben wir dabei. Wir sind Nachbarn. Ich wollte mich wirklich, sage ich jetzt auch in die Kamera, wollte mich bemühen, ihm jetzt immer Sie zu sagen, aber es geht nicht. Was soll ich sagen? Sie, Herr Geschäftsführer, Chefredakteur. Ja. Am Freitag vor dem Gespräch haben wir telefoniert, also das Schwierigste wird, dass mit mir bei Sie ist. Genau so ist es. Ist egal. Es passt. Es ist kein nahe Verhältnis jetzt da, sage ich mal. Nein, Journalist, es ist auch kein halt, Politiker, der da sitzt, sondern halt, eher ein freundschaftliches Verhältnis. Ja. Aus der Gegend, ja. Und es freut mich, wenn jemand zurückkommt und dass jemand zurückkommen wird und das fortsetzen wird. Und
weil das die nächste Frage sein wird vermutlich, ist, ob ich Schwierigkeiten haben werde, loszulassen. Ich glaube, ich habe keine Schwierigkeiten beim Loslassen. Das habe ich in manchen Funktionen auch schon bewiesen, weil die Freude überwiegt, dass jemand anderer dann da ist und sogar wenn es ein Kind ist, der es dann fortsetzen kann und vielleicht auch besser machen kann oder zumindest anders. Das wäre eigentlich die letzte Frage gewesen, aber ich habe trotzdem noch eine Frage vorher, ja. Weil wir trotzdem zum Abschluss noch zu diesen Zeiten, denen wir jetzt leben. Ja. Wir haben schon sehr viel gehört, ja, über Corona und was es mit der Gesellschaft macht und die Sorgen, die man dabei hat, wie pessimistisch, wie optimistisch ist man. Ich weiß, dass du einer bist, wenn du Bilder siehst im Fernsehen oder generell in Zeitungen, dass die nicht spurlos an dir vorübergehen, so wie man jetzt sieht, zum Beispiel diese Demonstrationen in Wien. Was macht das mit dir? Mhm. Im Moment haben wir wirklich viele, viele Bilder aufzusaugen und zu verdauen, was gar nicht so leicht ist. Also das jüngste Bild ist jetzt gerade aus einem Nachbarland, wo man entscheiden musste im Krankenhaus. Ja. Tschechien, ja. Diese oder jene oder eine andere Person zu betreuen, je nachdem, ob sie eine größere oder kleinere Überlebenschance hat aufgrund des Zustandes. Das sind dramatische Bilder. Und wir kriegen auf der ganzen Welt Bilder mit, der unterschiedlichsten Art. Ja, wir haben große Herausforderungen. Wir selbst sind auch schon geprägt davon als Familie in unserem Umfeld, auch in Spanien, auch in England. Und das, was wir mitbekommen, schätze ich als sehr ernst ein. Das, was wir mitbekommen, schätze ich als eine ganz, ganz große und noch andauernde Herausforderung ein. Und ich bin wiederum immer wieder denkend an die, die jetzt nicht mithalten können, die auf der Strecke bleiben, die in Not sind. Und wenn ich jetzt höre, wie viele Jugendliche psychische Probleme haben, weil sie mit der Situation nicht fertig werden und auf der anderen Seite die Kapazitäten nicht da sind, ihnen die Hand zu reichen, ihnen zu helfen, dann haben wir eine Herausforderung zu meistern. Aber ich schaue hier den Peter Augendoppler in die Augen, der geprägt ist von Zuversicht, ja, der schon vieles durchgemacht hat, der jünger ausschaut wie wir, aber ein bisschen älter ist, ja. Also von seinen Eltern und Großeltern anderes mitbekommen hat. Wir werden es meistern, aber wir werden dafür solidarisch sein müssen. Wir werden zusammenhalten müssen, wir werden Rücksicht nehmen müssen, ich habe das vorher schon gesagt. Und wir werden ein bisschen Hilfe von oben brauchen. Und deswegen habe ich dir auch ein Bild heute mitgegeben von den Nothelfern, weil die Nothelfer gibt es, die 14 Nothelfer. Und auch die werden uns ein bisschen rausbegleiten. Man muss nur darauf vertrauen. Letzte Frage noch an den Gast diesmal. Über 1000 Jahre Starnberg. Wie will ein Georg Fürst Starnberg in Erinnerung bleiben? Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich würde ich mir wünschen, dass man mich als passablen, als guten Familienvater und Ehemann in Erinnerung hat. Wahrscheinlich würde ich mir wünschen, nicht zu viele Menschen enttäuscht zu haben, die auf mich vertraut haben. Wahrscheinlich würde ich mir wünschen, meinen Freunden ein guter Freund gewesen zu sein und würde mir wünschen, dem Leitspruch meiner Frau einigermaßen gefolgt zu sein, nichts, aber schon gar nichts, für selbstverständlich zu nehmen. Nicht einmal jetzt, hier und heute im Paneum zu so einem Gespräch eingeladen zu sein. Dafür ich sehr danke. Wir bedanken uns für das Gespräch. Es ist auch nicht selbstverständlich, diese Einblicke zu bekommen. War sehr spannend. Ja, super. Ich bedanke mich auch bei Ihnen, Herr Augendoppler, dass wir wieder da sein durften. Ja, die nächste Ausgabe gibt es dann wieder in 2 Wochen. Talk im Paneum. Ja, unter www.paneum.at gibt es natürlich auch mehr Infos dazu. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ist unsere Verantwortung für die nächsten Generationen. Die oberösterreichische Industrie will mit modernsten Technologien Emissionen weiter reduzieren, Kreislaufwirtschaft und Recycling ausbauen und eine sichere Energieversorgung ermöglichen. Machen wir Oberösterreich zukunftsfit. Antworten für morgen auf wirerzeugenzukunft.at.
Eins mit der Natur, die schönsten Wanderungen des Salzkammerguts. Eine Schnapsidee, die Früchte trägt. Ein Besuch bei Brennerin am Attersee. Lust auf Süßes, Elfriede Schachinger ist Köchin aus Leidenschaft. Das ist unser Salzkammergut, im guten Zeitschriftenhandel erhältlich. Hat sich in der Sprache viel geändert? Ja, die Trainer waren unterschiedlich. Dann Werner Loren, weil wir in München verloren haben, da hat es nicht geheißen, eben, wie der Dolphy sagt. Was hat der gesagt? 20 Minuten gehabt. Ja, am nächsten Tag bist du halt gelaufen, bis er mal Stopp gesagt hat. Und das war einiges.